Simone hat sich eine kleine Drohne von Tello zugelegt, um mal ein Gefühl für das Drohnenfliegen zu bekommen. Ich war beim Erstflug dabei und muss wirklich sagen, die hat sich super, super gut angestellt. Ja, es sieht jetzt so aus, dass sie demnächst sich eine größere Drohne von DJI kauft. Also da wird sich jetzt demnächst einiges tun. Kompliment. So, das ist ein historischer Moment. Die Simone ist jetzt Fernpilotin und steuert das Ganze sehr souverän. Nicht so weit, Simone, das ist schon... Wir scheinen hier zwar einen guten Empfang zu haben, aber das ist Wi-Fi. Und da vorne, das sind so Gänse gewesen, die sind ein bisschen zu groß. Lea, geht's noch? Oh, der Storch. Storch, hau bloß ab. Hey, du, ich verneige mich vor Ehrfurcht, das erste Mal arbeitest du mit dem Ding und der schon ganz, und das liegt da super in der Luft, gell? So. Also du sollst halt mit dem nicht über, glaube 10, 20 Meter gehen und auch nicht zu weit weg. Nämlich, wenn der das dann entweicht, verstehst du dann? Super. Ja, mach's auf dem Pad, mach's auf dem Pad, mach's Ordnung, nicht im Dreck. Ja, du, das ist ja extra die Landebahn. Extra die Landebahn. Ey. Ja. So, sind wir nicht verbunden. Jetzt müssen wir nochmal verbinden. Ich hab gedacht, das geht über WLAN. Warst du wieder? Ja. Gut, ich hab mich jetzt nicht allein getraut, das zu machen. Ah, nee, du, das glaub ich dir. Das glaub ich dir gern. So, jetzt mach ich nochmal. Ich hab mit dem Ding auch noch nie gearbeitet. Ich kenn's nur aus dem Internet. Machen wir nicht so hoch, falls wieder. Du hast da nicht eine Akku-Anzeige drauf oder so? Ja. Und was sagt die Akku-Anzeige? Ja gut, dann müsstest du mal wissen, auf was für einen Spezialknopf du da. Ich habe keine Ahnung. So, jetzt mach mal vor, oder du tust dich gern drehen. Ach so, du wolltest auch Filme stellen. Ah ja, das ist okay. Und zwar filmst du in HD, hatte ich noch geguckt. Und das für das klare Ding ist das schon beachtlich. Also. Au, 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 du fährst Richtung Altbach. Ja. Nicht so hoch, du, nicht so hoch. Ja, wenn der Wind zu stark wird, gell, dann. Ja, stimmt, die Bewegung musste langsam, sonst hast du so ein. Und wenn du merkst, es wird ein bisschen windig, das siehst du ja an den Blättern da unten, dann gehst du halt ein bisschen tiefer. Ja, geht's? Ah, jetzt geht's runter? Nee. Du sollst zurückkommen. Ja, du bist also jetzt schon am Grenzbereich. Also ich werde jetzt zu sehr ein bisschen tiefer gehen und dann zurückmachen. Weil das kleine Motor kämpft ja jetzt gegen die Luft. Jetzt kommst du mal zu mir. Jetzt üben wir mal Landekultur. Ja, ein bisschen gehen wir langsam runter, schon, dass du mal ohne bist.
Ah, super. Denk da links drauf runter und drehen und rechts sind ja die ganzen Bewegungen. Ja, schon das hier. Ja, mach ein bisschen tiefer, sonst. Die landet ja dann. Die muss jetzt noch ein bisschen Wind kann nicht aktiviert werden. Aha. Ja. Ah ja, siehst du, das ist halt. Die zeigen das ja im Wald oder in irgendwelche Hinterhöfe, weißt du, wo kein Wind ist. Und so frei wie wir das jetzt hier ausprobieren, kriegst du gar keine Videos zu sehen. Ich halt mein Fisch. Ist ja nicht so leicht, auf dein Petto zu kommen. Ja, also Gewohnheitssache. Und wenn du jetzt runter, noch ein bisschen rüber. Also ich bin begeistert, ja. Ich bin auch begeistert, aber ich muss natürlich noch üben. Ja. Mach das nicht, filme ich nicht bei dem. Warum nicht?